Hallo, meine Lieben. Die Kamera ist irgendwie plötzlich ausgegangen. Ich wollte sagen, ich laufe gerade vom Yoga und heute war das Thema Neumond. Die Yogalehrerin hat gesagt, ich gucke jetzt geradeaus, gucke nicht zu euch, nicht wundern. Die Yogalehrerin hat gesagt, dass zurzeit eine Neumondphase beginnt, also ab morgen sozusagen. Und das bringt mit sich, dass viele alte Sachen gerade einen Abschluss haben oder finden. Ich glaube, das. Wartet mal, da ist ein Auto mit lauter Musik. Einen Moment. Okay, es ist weg. Also fast weg. Was habe ich gesagt? Dass es ein Ende für gewisse Sachen mit sich bringt, aber auch ein Neubeginn für die anderen. Und das erklärt einiges, was so jetzt gerade um mich herum passiert. Natürlich kann das jetzt ein Zufall sein, aber ich habe seit einiger Zeit das Bedürfnis, zu Hause wirklich alles irgendwie umzugestalten, auszusortieren und das, was ich nicht mehr brauche und alles, was irgendwie einfach nur da liegt und mir die Energie raubt. Man hat ja die Bude voll mit Zeugs. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass die Energie zu Hause stockt. Und nachdem ich jetzt das Arbeitszimmer eigentlich komplett ausgeräumt habe, auch diese schwarze Box ausgeräumt habe, wird es mir etwas leichter. Ich werde jetzt die nächsten Wochen noch weiter zu Hause ausräumen und aufräumen und sortieren und organisieren. Und dann sehen wir, ob ich mich auch mental besser fühle. Denn in der letzten Zeit hatte ich das Gefühl, dass irgendwie eine schwarze Wolke in mir lebt. Nicht über mir schwebt, sondern in mir lebt. Normalerweise bin ich ein sehr energischer Mensch. Ich habe viel Energie. Ich habe auch grundsätzlich gute Laune. Aber dies fiel mir in den letzten 2, 3 Monaten super schwer. Ich musste echt an meine Reserven ran. Wartet mal, ich muss die Tür aufmachen. Es wird jetzt dunkel. Ich musste an meine Reserven ran und die gehen auch irgendwann mal zu Ende. Ne? Man hat ja nicht ewig Kraft und ich habe erstmal das da drauf geschoben, dass auch privat einiges passiert ist, was Kraft gekostet hat. Aber auch andere Sachen habe ich bereits überstanden, die auch heftiger waren. Und da habe ich mich nicht so gefühlt. Also kann auch ein Grund dafür sein, dass man ab und an auch zu Hause Energie staut, wenn man vieles sammelt, was nicht wirklich in Betrieb ist. So, andere Tür aufmachen. Ja, genau, den Gedanken wollte ich jetzt mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jemanden interessant ist, aber für mich war das wie so ein Aha-Effekt gewesen. Ich habe ja schon über Mondkalender, ich stelle euch mal kurz hin. So, seht ihr mich? Ist auch nicht wichtig, ob ihr mich seht, Hauptsache ihr hört mich. Ich habe ja schon mal über Mondkalender gelesen und so, aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die das so super wichtig nehmen und irgendwie voll den Fokus da drauf haben und die Haare schneiden nach dem Mond und alles nach dem Mond. Das ist jetzt nicht meins. Ich glaube, das ist übertrieben tatsächlich. Aber ich vermute, dass vieles in der Welt auf uns Auswirkungen hat, von dem wir es A nicht wissen und B vielleicht nicht genug wissen und gewisse Sachen auch nicht ganz verstehen. So, und ich denke auch, die Gestirne gehören zu diesen Punkten, die man nicht ganz versteht. Mein Gedanke ist, man sollte die Sache nicht total ernst nehmen und sich fanatisch auf irgendwas fokussieren, aber ich denke, an jedem ist etwas Kleines dran. Und das, was die Yogalehrerin gesagt hat, hat in mir irgendwas berührt. Es passiert so einiges gerade. Und vielleicht ordnet sich alles jetzt irgendwie neu, denn nicht nur bei mir zu Hause wird jetzt umgestellt und überlegt. Auch in der Kita passieren viele Sachen,
die A mit dem Ausmisten und mit der Renovierung, also mit dem Gebäude an sich zu tun haben, aber auch die uns als Mensch, als Team betreffen und mich und meine Kollegen auch persönlich irgendwie tangieren, wo wir in uns gehen und uns überlegen, ob alles, was wir bis jetzt gemacht haben, vielleicht verrennen wir uns, ne? Okay, das war der Gedanke. Ich bin jetzt zu Hause vom Yoga und werde jetzt erstmal, wartet mal, ich gucke nach der Uhr. Vicky wird erst in 20 Minuten fertig sein. Ich werde jetzt wahrscheinlich meine Tasche auspacken von dem heutigen Tag und dann, ja, heute werden wir Müsli essen. Was ich noch machen muss, ich wollte hier den Dörre ausräumen. Da sind die Äpfel drin. Die werdet ihr wahrscheinlich schon im Video davor sehen. Da, upsie. Die werdet ihr jetzt im Video davor sehen. Die werde ich jetzt aus dem Dörrer rausholen und dann upsie, in so eine Box schieben. Das ist die Mango. Guck mal, die sieht doch echt lecker aus. Schaut mal. Upsi. Vielleicht jemand, der das Video davor nicht gesehen hat. Das ist super lecker. Ja, genau. Wirklich unfassbar lecker. Und hier wisst ihr, was sie ist. Ja, genau. Den Dörrer kann ich jetzt ausräumen. Dann meine Tasche. Die steht da. Aber in meiner Tasche gibt es nicht allzu viel aufzuräumen. Da will ich die Brotbox rausholen, sie neu bestücken mit dem Essen für morgen und ja, mit dem Getränk. Unterlagen muss ich jetzt für morgen keine mitnehmen. Ja, das steht jetzt an und ich will mich einfach ein bisschen entspannen nach dem Yoga. Die Lehrerin, die wir heute hatten, die war knallhart. Normalerweise sind die Lehrer ein bisschen, zumindest in dem Studio, in dem ich jetzt bin, so sanfter zu uns, aber die Isabel, die kennt nichts. Wenn wir zum Yoga gekommen sind, dann Hardcore-Yoga. Wobei, das war kein Hardcore. Nur für mich, für so einen Schwächling wie mir, wie ich es bin, bin ja nichts gewohnt mehr. Für mich war es ein bisschen anstrengend. Es gab Mädels, die haben da super gut mitgehalten. Eine hat sich zusammengerollt und ist dann nur gelegen. Also nicht komplett, aber so in diese Child Pose ist sie gegangen und hat da Pause gemacht. Ich habe versucht mitzuhalten. Mein Problem beim Yoga ist immer, dass ich hier in der Hüfte super unelastisch bin irgendwie. Also ich komme. Also so nach unten ja, aber wenn ich, sobald ich sitze und wie nennt man diesen Beine grätschen muss und mich nach vorne, also das hört auf. Ich kann mit dem geraden Rücken sitzen und das ist das Maximum, was ich bringen kann. Weiter nach vorne komme ich nicht. Jedes Bein für sich, das funktioniert einigermaßen, aber Grätschen nach vorne, absurd, dass ich nach vorne komme. Und nicht mal den geraden Rücken kriege ich genau hin. Ja, gut, dann beschäftige ich mich jetzt mit den Sachen, die noch da sind und ich werde wahrscheinlich über die Woche mal ein bisschen was filmen. Ihr seht mich jetzt ohne Augenbrauen, aber es ist nicht, weil ich keine habe, sondern weil ich hier so komisch im Licht stehe. Dann habe ich keine Augenbrauen. Ich werde zwischendrin mal euch einschalten, vielleicht mit euch ein paar Gespräche führen. Dann gucke ich, wie das Video so ankommt. Weil, apropos. Weil das Video ja was wahrscheinlich vor dem Putzvideo kommt. Ich habe einen Kommentar bekommen. Da wollte der Niklas, glaube ich, hieße, wissen, welche Handschuhe ich zum Putzen benutze. Ich zeige es dir jetzt. Warte mal. Also, das sind so ganz einfach aus dem Penny. Da sind 100 Stück drin. Ja, Einmalhandschuhe. Latexallergiker steht drauf, puderfrei, genau. So, ich bin zwar nicht allergisch auf Latex oder sonstiges, aber genau, das ist die Größe L. Ich nehme die immer größer, weil ich nicht mag, wenn sie super eng sitzen, wobei
Die sind tatsächlich ein bisschen breit, manchmal rutschen sie, aber besser zu breit, als wenn sie zu eng sind und die ganze Zeit dann irgendwie kaputt gehen und reißen. Ja, die benutze ich zum Saubermachen, die benutze ich aber auch zum Kochen. Wenn ich koche und gewisse Sachen, ich habe ein Problem mit der Haptik. Also wenn etwas an meinen Händen ist, ich muss das mir abwaschen. Das, auch wenn ich Chips esse, habe ich das, weil Chips haben ja so eine Beschichtung, so ein Puder oder keine Ahnung was, so Gewürz drumherum. Und ich habe immer ein Taschentuch bei mir, denn ich nehme meinen Chips, mache es mir in den Mund und dann wische ich die Hand ab, weil ich einfach dieses Gefühl auf den Händen gar nicht mag. Aber hier für dich, da sind die Handschuhe, die gibt es beim, habe ich Lidl gesagt? Ich meine Penny, falls ich Lidl gesagt habe, weil wir kaufen beim Penny ein. Die gibt es beim Penny, die habe ich dort, die kaufe ich immer dort. Die waren mal für 5 Euro, jetzt glaube ich, kosten sie 8 Euro. Ja, und die stehen dann immer bei mir unten im Schrank. Wollte ich noch was sagen? Wenn nicht, habe ich es vergessen. Ja, genau, ich wollte vielleicht mit euch so mal so ein Gesprächsvideo über die Woche machen. Vielleicht euch mal so ein bisschen mitnehmen, wenn ich, keine Ahnung, meine Tasche auspacke und mir ein Brot schmiere. Heute werde ich es nicht machen, weil ich einfach super müde bin. Ich will das einfach hinter mich bringen und da ist keine große Laune dabei. Aber vielleicht die Tage nehme ich euch mal mit und dann können wir zusammen meine Tasche auspacken. Heute kommt nichts Besonderes da rein. Ja. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt. Ach, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich wollte euch was zu meinem Kanal sagen. Also, mein Kanal ist ja kein, soll kein reiner Putzkanal werden, denn ich merke, dass euch, also oder vielen diese Videos gefallen, aber meine Intention ist nicht nur zu putzen, denn ich bin mehr als eine Putzmaschine und meine Intention ist einfach ein Diary, ein, wie heißt das denn, ein Diary von meinem Leben sozusagen zu führen. Und für mich ist es auch wichtig, dann irgendwann, wenn genügend Menschen meinen Kanal abonniert haben, mit euch in eine Interaktion zu gehen, mit euch Gespräche zu führen, über gewisse Themen zu debattieren, denn es passiert ja einiges in der Welt und es passiert einiges in der Innenwelt von einem und das sind so Sachen, die mich interessieren und ich würde gerne verschiedene Videos drehen von meinem Leben, die mein Leben zeigen, die mich als Mensch zeigen, damit die Zuschauer, wie wollte ich sagen, mir geht es nicht darum, viele Abonnenten zu haben, mir geht es darum, Menschen auf meinem Kanal zu haben, die mich mögen, die mit mir sympathisieren und die mit denen ich dann in einen Austausch gehen kann, wo wir uns einfach über gewisse Themen unterhalten können, uns austauschen können, voneinander lernen können und uns einfach anspornen können. Ja, das ist die Intention, deswegen werde ich die Videos so drehen, wie ich es mir geplant habe. Es wird nicht so sein, also ich plane die Videos tatsächlich nicht. Also es wird aber kein Putzkanal werden, sondern ein Video über mein Leben, damit ihr mich kennenlernt. So, jetzt habe ich auf 13 Minuten gequackt. Ich schneide auch meistens nicht, was ich quacke. Deswegen, das passiert selten, wenn ich mich sehr, 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 sehr verspreche oder eine super lange Pause mache, dann schneide ich es raus. Aber ich glaube, ich höre jetzt auf zu quacken, sonst wird es echt 20 Minuten und dabei wollte ich über die Woche noch ein paar Mal filmen. Okay, Leute, dann seht ihr mich in einem anderen Tag und ich gehe meine Boxen packen. Hallo, meine Lieben. Heute ist Donnerstag. Ich habe angefangen. Oh, wartet mal, mein Bruder ruft mich an. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, weil wir uns am Sonntag treffen möchten. Und zwar mit der ganzen Familie, meine Schwester, meine Neffen, Nichten und meine Eltern. Und Vicky ist jetzt auch unterwegs nach Hause. Donnerstag zu dem Thema, was ich sagen wollte. Am Donnerstag mache ich ja sauber, aber ich bin irgendwie müde und hat absolut gar keine Lust. Das, was ich jetzt machen werde, ich stelle euch mal kurz hin, ist einfach, dass ich unser Staubsaugerroboter anmache und sie wird mir einfach den Boden saugen und später, nicht heute, werde ich noch das Bad sauber machen, aber da auch nur das Waschbecken. Ich weiß, ich habe euch gesagt, bei der Ordnung ist es halt so, dass man eine Routine daraus machen sollte und dann ist es ja gar kein Problem, Ordnung zu halten. Aber es gibt Tage, an denen, und ich weiß nicht, ob ihr es mir ansehen könnt, aber ich bin einfach fertig. Ich bin so müde, dass gar nichts geht.
Es gibt Tage, da geht es einem einfach nicht gut und heute ist so ein Tag. Ich kann mich nicht überwinden, also ich kann mich nicht dazu zwingen, irgendwas zu machen. Und ich glaube, in diesem Moment sollte man auf seinen Körper hören und einfach, ja, eine 5 gerade sein lassen. Deswegen mache ich jetzt die Gardinen hoch, so dass die Saki nicht hängen bleibt, wenn sie saugt. Und die Teppiche hier werde ich zusammenrollen, weil sie gerne sich in den Fransen verfängt im Schlafzimmer. Ja, und was wollte ich noch sagen? Wenn Vicky jetzt da ist, dann gehen wir eine Runde laufen an der frischen Luft. Laufen, nicht joggen, sondern spazieren. Aber ich glaube, da nehme ich euch jetzt erstes Mal nicht mit, weil da gibt es nichts Spannendes zu sehen. Oder wenn ihr sowas gerne seht, wie wir spazieren gehen, dann sagt mir Bescheid, dann nehme ich das auch auf. Aber grundsätzlich, ich mache das ja auch ab und zu, dass ich das aufnehme, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Aber ich denke, da ist echt nichts Spannendes dabei, nichts Spektakuläres. Ich kann euch jetzt aber auch zeigen, wie ich für die Saki alles hier vorbereite. Da könnt ihr gern dabei sein. Ich drehe euch nur um, dass ihr sehen könnt, was ich jetzt gemacht habe mit den Gardinen. So, die Gardinen habe ich einfach angehoben, damit sie die nicht aufwickelt. Und jetzt werde ich hier mal schnell alles zusammenrollen und aufheben, ne? Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass wir einen Staubsaugerroboter haben. Ich war am Anfang wirklich skeptisch gewesen, aber es ist echt eine Erleichterung, die ja, man sonst nicht hat. Sonst würde ich jetzt selber saugen müssen und das nimmt Zeit. Aber bevor ich die Sacke jetzt anmache, habe ich jetzt gesehen, dass der Wäschekorb voll ist, als ich ihn hochgehoben habe, um ihn auf das Bett zu stellen. Und da wir spazieren gehen, kann ja die Waschmaschine schon nebenbei laufen. Die befülle ich jetzt erstmal mit dem ersten Wäschegang und den zweiten werde ich heute gar nicht mehr waschen, sondern den werde ich dann am Freitag erst anmachen. Aber naja, heute war ich ja guter Hoffnung, dass ich das heute doch noch schaffe. Und während unser Staubsaugerroboter arbeitet und die Waschmaschine wäscht und wir die Vorteile der modernen Welt genießen, sind wir spazieren gegangen und haben den wunderschönen Sonnenuntergang genossen. Die Fotos davon lasse ich euch mal hier. Und am Freitag nach der Arbeit war ich bei meiner Kosmetikerin und habe es mir echt gut gehen lassen. Wer aus Offenbach ist, ich lasse euch hier rechts im Bild die Kontaktdaten von Melissa.